Ich habe, denke ich, noch ein bisschen mehr Zeit als Jerome. Und Pokal gegen Leverkusen. Kurzes Statement dazu. Auch da haben wir schon die Bekanntschaft machen dürfen in der Liga und gesehen, wie unangenehm es dort ist. Es sind sehr spielstarke Gegner, die aber auch über die nötige defensive Stabilität verfügen, seit Heiko Herrlich da ist. Und es ist ein harter Brocken, aber wir wollen eine Runde weiterkommen. Und es gibt da nur ein Spiel und ein Sieger, und von dem her werden wir alles daran setzen. Maxi Eggestein, denke ich, würde auch gerne mal in Berlin im Pokalfinale stehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, denke ich, noch ein bisschen mehr Zeit als Jerome. Und von dem her wäre es natürlich schön, wenn es uns dieses Jahr gelingen würde. Aber Leverkusen ist natürlich ein harter Brocken, den wir auf jeden Fall annehmen werden. Ich glaube, wir hätten uns alle ein Heimspiel gewünscht. Aber wir nehmen das jetzt an, und in einem Spiel ist, denke ich, immer alles möglich. Hatten Sie einen Wunschgegner? Ich persönlich nicht. Natürlich wünscht man sich Bayern nicht unbedingt, aber ansonsten war es mir persönlich eigentlich egal. In einem Spiel ist immer alles möglich, und wenn wir vielleicht Leverkusen an einem Tag erwischen, wo sie nicht an ihre 100% kommen, wo wir vielleicht drüber kommen, unsere Leistung abrufen können, unser Plan aufgeht, dann ist, denke ich, in einem so einem Pokalspiel immer alles möglich. Und das ist jetzt aber auch erst nochmal ein Stück hin, und jetzt zählt erstmal Hoffenheim.